Stell dich vor, ey, das ist der krasseste Lachfall, nicht über ihn, ne? Der macht euch alle weg, safe. 2, 1. 180, Digga. Der hat gerade 180 rausgehauen. Übertreib nicht. Wallah, schlag mich danach. Okay. Der war gut. Hat's geschmeckt? Scheiß Tyson. Mike Tyson. Ja. 1, gib ihm. 194 Kilogramm mit dem dritten Schlag. Handgelenk aufpassen. Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Lebender Boxautomat. Heute aus Berlin, aus der Hauptstadt. Mitten auf dem Alexanderplatz schauen wir jetzt mal, wie krass Berlin ist, wie hart die Schlagkraft von Berlin ist. Ihr wisst, wir waren in München, wir waren in Stuttgart, wir waren in Düsseldorf. München ist bis jetzt am krassesten und hat 219 Kilogramm Schlagkraft gepackt. Wenn wir hier uns mal kurz rumschauen, wir sehen einige stabile Jungs der Ringlife Gang sind schon am Start. Ja, die sind alle heiß drauf, mal kurz drauf zu hauen. Jedenfalls, Freunde, heute ein Special, ein absolutes Extra, eine ganze Neuheit, die hatten wir vorher noch nicht. Und zwar, derjenige, der heute einen neuen Highscore aufstellt, bekommt diese originalen Venom 14-Unzen Boxhandschuhe von mir geschenkt. Wow! Ich sag von mir, aber eigentlich ist es gesponsert von unserem Partner kunpon.de. Wenn ihr Kampfsportartikel braucht und irgendwie Geld sparen möchtet, kunpon.de, Ring10 ist der Code, kauft ein, ich kratze hier ein bisschen Provision. So, jedenfalls, wie läuft das Ganze ab, Freunde? Folgendermaßen, hier ist das Schlagkraftmessgerät. Hier ist der Körperschutz. Der Kollege Islam wird jetzt mal kurz auf den Körperschutz draufhauen. Mal schauen, was die Schlagkraft von ihm sagt. So, easy draufgehauen, 139 Kilogramm Schlagkraft. 219 ist der Wert, den wir knacken müssen aus München. Lass mal sehen, wer ist der erste Freiwillige? Wer ist der erste Freiwillige? Oh, Bruder, der sieht gefährlich aus, der Mann. Stell dich mal vor, wie heißt du? Hamza, ja. Woher kommst du? Tschetschenien. Wie alt bist du? 17. Kampfsport-Erfahrung safe? Ja, habe ich. Was Boxen. Hast du gemacht? Boxen. Okay, du weißt, 219 Kilogramm ist die Schlagkraft, die du toppen musst. Du bekommst 3 Versuche, nicht mehr. Du kriegst einen Testschlag und dann musst du 2-mal voll draufhauen und versuchen, den Rekord zu knacken. Alles klar? Welche? Schlagen, wie du möchtest. Wie du möchtest, Hauptsache du knackst den Rekord. Also, rechte Hand, linke Hand. Erster Mal mit rechts. Mach dich bereit, 3. 2, 1 und gib ihm. 115 Kilogramm war der erste Schlag, aber das war Vorbereitung. Außerdem, ich muss jetzt hier anmerken, Freund, du musst versuchen, schön und kurz und knackig zu treffen und Gewicht reinzuschieben. Ja? 3, 2, 1. 124 war der zweite. Einen Schlag bekommst du noch, okay? Du kannst jeden Schlag machen, wie du möchtest. Du möchtest links machen? Alles klar, mein Freund. Mach dich bereit. 3, 2, 1, gib ihm. 123 war der dritte Schlag. Knapp daneben, aber noch nicht ganz die 219 Kilogramm. Man muss, wie gesagt, auch dazu sagen, man muss den Sensor auch richtig gut treffen. Es geht hier nicht nur um Schlagkraft, sondern auch darum, wirklich explosiv das Ganze zu treffen. War leider nichts, aber trotzdem danke, dass du da warst. Check ein. Trotzdem sehr gute Schläge. Okay, Freunde. Wer knackt das Ding? Hier. Digga, ich habe das Gefühl, es sind heute nur Tschetschenen am Start. Ja, er trägt schon Tschetschenien-T-Shirt. Wie heißt du? Ruslan, Bruder. Ruslan oder Ruslan? Ruslan. Ruslan, wie alt bist du? 17. Ja. Was essen die 17-Jährigen von heute? Die sind alle 2 Meter groß, 100 Kilogramm schwer. Als ich 17 war, sah ich aus wie so ein kleiner Pissermann. Okay, mein Freund, Kampfsporterfahrung? 4,5 Jahre Boxen und halbes Jahr MMA. Das ist auf jeden Fall eine solide Grundlage. Lass mal sehen, was der Junge drauf hat. Also, du hast jetzt 3 Schläge hintereinander. Gib alles. 3, 2, 1, gib ihm. 158 Kilogramm. Auf jeden Fall die Messlatte gut angesetzt. 158 Kilogramm mit dem ersten Schlag. Ich will jetzt von dir easy 180 sehen. Gib alles. 3, 2, 1. Gib alles. 175. Wir kommen auf jeden Fall schon mal näher. 3, 2, 1. Gib ihm. 127. War leider nichts. Aber da du heute den Rekord hältst, du darfst jetzt neben uns stehen bleiben erstmal und die Boxhandschuhe halten. Weil die gehören aktuell noch dir. Das gehört im Moment noch dir. Wenn jetzt aber jemand kommt, der 175 toppt, musst du die abgeben und jemand anderes bekommt die. Okay? Oder, warte, lass mich raten. Auch Tschetschene. Ja, hi.
In Berlin gibt es anscheinend nur Tschetschenen, Digga. Nur Kampfsportler und nur Tschetschenen am Start. Ja, die Stadt gehört zu uns. Die Stadt gehört uns, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wie heißt du, mein Freund? Akram. Akraman. Ja. Wie alt bist du? 21. 21. Okay, ja. Er ist auf jeden Fall Ringer, die Ohren verraten ist. MMA machst du auch Kämpfer. Boxen? Nee, MMA-Kämpfer. MMA. Erster Schlag, hau rein. 3, 2, 1, gib ihm. 179 direkt auf den ersten Schlag. Die Handschuhe gehören leider nicht mehr dir, aber du kriegst noch zwei Schläge. Mach dich bereit. 3, 2, 1, gib ihm. 138, der zweite Schlag war leider nicht so gut. Einen Schlag hast du noch. Willst du die Hand wechseln oder wieder rechts? 3, 2, 1, gib ihm. 187. Sehr gut. Also, aktuell gehören die Handschuhe dir, mein Freund. Du musst die Handschuhe leider an ihn abgeben. An die Tiger, warte. Nein, du musst sie jetzt halten. Das gehört zu den Regeln. Aktuell gehören sie noch dir. Wenn ich wegfahre. Dann, du musst bleiben, du musst bleiben. Komm mal du ran. Und warte, wir brauchen einen, der ihn herausfordert. Wer will ihn herausfordern? Warte. Ist es dein Kollege? Dein Grau, ja. Dein Grau, okay, du bist der Kollege, komm ran. Derjenige, der härter schlägt als der andere, darf um die Handschuhe kämpfen und darf dem anderen einen Körpertreffer verpassen. Alles klar? Du bist dabei? Du bist dabei? Ja. Okay, Jungs, stellt euch vor, wie heißt du? Mohammed. Mohammed, du bist? Mert. Wie alt bist du? 17. 17? Auch 17. Zwei 17-jährige stabile Jungs aus Berlin. Klick, klack, kluck, wer gewinnt, fängt als erstes an. Klick, klack, kluck, komm. Du hast gewonnen, du darfst anfangen. Komm ran. 3, 2, 1, gib ihm. 194 Kilogramm. Digga, hast du überhaupt draufgehauen? Der hat einfach nur sein ganzes Körpergewicht reingedreht, hat 194 Kilogramm hier gepackt. 194. Aber, weißt du, das hat ein bisschen gedreht, ne? Ich muss ehrlich sagen, das war ein bisschen geschummelt, weil du hast das Gerät gedreht und dadurch kommt ein anderer Messwert. Versuch einfach in die Mitte zu treffen, dass es sauber zählt, okay? 3, 2, 1. 185, also trotzdem noch ordentlich gut Power dahinter, der Junge. Jetzt bist du dran, mach dich bereit. Du musst 185 toppen, sonst kriegst du Körpertreffer. 3, 2, 1, gib ihm. 180, war knapp, aber leider nicht geschafft. Bereit machen, du kassierst Körpertreffer. Auf? Ja, auf den Bauch. Aber ey, Noki bitte nicht aus. Wallah, übertreib nicht. Nicht ausnocken, ne? Übertreib nicht. Wallah, schlag mich danach. Okay. Der war gut. Hat's geschmeckt? Alles klar, komm ran. Du hast jetzt drei weitere Schläge. Du kannst jetzt dir diese Handschuhe sichern, die der gut aussehende junge Mann da hinten noch hat. Gib ihm. 163, noch nicht ganz. Nochmal. 108, jetzt triffst du nicht mehr gut. Komm, hau mal richtig drauf. Nochmal. 169. Ah. Wie geht's, mein Freund? Sehr gut. Wie heißt du? Ahmed Ingush. Ahmed Ingush. Woher kommst du? Ich komme aus Ingushetien, aus Russland. Wie alt bist du? 26. Kampfsport-Erfahrung? Genau, Boxen habe ich gemacht. Boxen. Hast du gemacht oder immer noch? Nein, habe ich gemacht. Ja. Alles klar. Rechte Hand, linke Hand? Rechte. Komm ran. Passt. 3, 2, 1, gib ihm. 155 Kilogramm. Guter Startwert. 55 waren das. 155, zweiter Punch. 3, 2, 1, gib ihm. 171, es wird besser. Einen Schlag hast du noch. Ey, warte mal, ich habe Polizeisirenen wieder gehört. Sind die wieder wegen uns da? Ey, Freunde, tut mal Gefallen, haltet mal wieder ein bisschen mehr Abstand. Ich habe schon wieder Polizeisirenen gehört. Mehr Abstand, mehr Abstand, mehr Abstand, mehr Abstand. Ey, wir müssen es immer wieder sagen, weil sonst machen die Stress bei uns. Also, 71 waren es, ne? Allerletzter Schlag. Bruder, du musst draufhauen. Auf jeden Mach Fall. Mach uns stolz. Mach Berlin stolz. 2, 1, gib ihm. 174 Kilogramm. Besser als vorhin, aber immer noch nicht getoppt, was der Kollege hatte. Alles klar. Ich grüße Janosch, ja? Schöne Grüße an Janosch. Ey, bei ihm habe ich gesagt, geht weiter. Bruder, ihr seid zu viele, ey. Ihr seid zu viele. Digga. Also erstmal macht der und danach... Wir müssen... Bruder, zu viele. Komm mal ran, ey, mein Freund, komm ran. Shit, Mann, das sind, ist heute viel zu viele am Start. Schau mal, der ganze Alexanderplatz ist voll. Nur wegen uns. Mein Freund. Ja. Schöne Locken.
Dankeschön. Was benutzt du? Shampoo, Conditioner? Nein, Schaumgel. Schaumgel. Ich hätte auch gern solche Locken, aber ihr seht, ey, ist vorbei mit der Zeit, mit der Lockenzeit. Also, mein Freund, stell dich vor, wie heißt du? Ich heiße Tyson. Tyson? Ja. Mike Tyson? Ja. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen. So, einfach Tyson. Hast du einen Ausweis dabei? Nein, zu Hause vergessen. Get out of here. Safe heißt er nicht Tyson, Digga. Ey, wie heißt er? Tyson. Digga, der heißt echt Tyson, Alter. Der heißt einfach echt Tyson. Wie alt bist du? Ich bin 18. 18. Kampfsporterfahrung? 3 Jahre Boxen. 3 Jahre Boxen, okay. Der Kollege heißt Tyson. Wenn er jetzt nicht den Rekord knackt, ey, dann bin ich auf jeden Fall enttäuscht. Ich rufe direkt Mike Tyson an, weil ich habe ihn auf Schnellwahl und ich sag ihm Bescheid, dass du seinen Namen enterst. Rechter Haken, Tyson ist dran. 3, 2, 1, gib ihm. 166 Kilogramm hat Tyson mit dem allerersten Schlag geschafft. Zweiter Schlag. Gib alles. 215! 215! Wir haben einen neuen Rekord in Berlin. 4 Kilogramm fehlen für München. 219 war der Rekord in München. Ich wiege auch 66 Kilo. Hä? 15, ne? Ja, 215 hat er gemacht. Ich wiege auch 64 Kilo. Warte. Ich wiege auch 66 Kilo. Also, mein Freund, 215 Kilogramm. Ich will jetzt komplett, dass du den Rekord knackst. Gib alles. 3, 2, 1, gib ihm. 100. Ah, nee, warte. Das geben wir. Wir geben dir einen neuen Schlag, weil das Gerät ist abgegangen. Nochmal. 3, 2, 1, gib ihm. 194 Kilogramm mit dem dritten Schlag. Aber er ist im Moment der krasseste. Die Handschuhe gehören jetzt im Moment noch dir. Falls irgendjemand hier in Berlin schafft, 215 zu knacken, musst du die Handschuhe leider abgeben. Hey, aber nicht abhauen. Haben wir auch ein Mädchen dabei? Will auch mit. Hast du es gehört, Digga? Wer von euch war das? Ja, ey, ich frag erstmal, haben wir auch ein Mädchen dabei und der schreit einfach am lautesten ja hier. Wie heißt du? Christas. Wie? Christas. Also Christina? Nein. Ja, danke. Ja. Ja, ich bin Christos, bin 15 Jahre alt und boxe ein bisschen und bin Ukrainer. Christos, 15 Jahre alt, boxe ein bisschen aus Ukraine. Ja. Ich habe alles richtig verstanden. Komm ran, mein Freund. Rechte Hand oder linke Hand? Rechte. Stell dich anständig hin. Bereit machen. 3, 2, 1, gib ihm. 166 Kilogramm. War aber irgendwie ein bisschen komischer Schlag, oder? Ich weiß, ich will. Sah ein bisschen komisch aus, was du gemacht hast. 166 war gut, aber ich glaube, da geht mehr. Links? Willst du mit links? Ja. Dann mach mit links, wie du möchtest. Tauschen wir Platz. 3, 2, 1, gib ihm. 100, langsam. 153 Kilogramm. Doch vielleicht mit rechts? Nein, okay, mit links. Der letzte Schlag mit links. 3, 2, 1, gib ihm. 174 Kilogramm. War gut? Meinst du, irgendjemand besiegt dich heute noch? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nein. Du suchst jetzt jemanden aus, komm. Du bist der aktuelle Champ. Wir machen es so, der Champion darf sich einen aussuchen. Such mal einen stabilen, komm, wir drehen eine Runde. Du suchst dir jetzt irgendeinen raus, der dich besiegen muss. Hier, ey, alle hier, überall. Du musst dich entscheiden, komm, 3, 2, 1. Nein, nicht dein Kollegen. Nein, nicht dein Kollegen. Nein. So okay. Machen wir nicht. Nicht deine Kollegen. Okay, nein, mein Team. Komm ran. Mein Freund, du wurdest herausgefordert. Ja. Tyson hat dich herausgefordert. Du sollst jetzt deinen Rekord von 215 knacken. Okay. Meinst du, du schaffst das? Wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Bisschen lauter, bitte. Wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Wird schwer, aber er gibt sein Bestes. Gib alles. 215 Kilogramm will ich von dir sehen. Hau auf. 126 Kilogramm ist okay, aber leg mal richtig ganzen Körper rein, komm. 151 Kilogramm, es wird auf jeden Fall besser. Einen Punch hast du noch. 132, leider nicht geschafft. Wo ist er? Hast du gut ausgesucht, der hat es leider nicht geschafft. Bruder, es werden immer mehr, ganz Berlin ist am Start mittlerweile. Ich will ihn erstmal, mein Freund. Stell dich vor, ey, das ist der krasseste Lachfeind, nicht über ihn, ne? Der macht euch alle weg, safe. Wie heißt du? Ich heiße Mofru. Wie alt? 13. 13. Hast du schon mal Kampfsport gemacht? Nein.
Nein. Aber Straßenkampf. Straßenkampf, 13-jähriger Streetfighter. Komm ran, mein Freund, lass mal sehen, was du drauf hast. Lass mal sehen, was du drauf hast. Bitte pass auf dein Handgelenk auf, du bist noch jung, ich will nicht, dass du dich verletzt. Okay? Mach mal einen easy Punch, ganz easy für den Test. Hau mal drauf. Alles klar, gib alles. 3, 2, 1. 136 Kilogramm mit dem ersten Schlag. Ey, ich hab's euch gesagt, der Junge hat was drauf. Zweiter Schlag, gib alles. 3, 2, 126. Seine 30 Kilogramm, die er ungefähr wiegt, liegt er auf jeden Fall ganz gut in den Schlag rein, Mann. Machst du gut. Allerletzter Punch. 3, 2, 1. 180, Digga. Der hat gerade 180 rausgehauen. Check ein, hast du sehr gut gemacht. Maschine. Wir machen Turbo-Runden. Schnell vorstellen. Ich heiße Nader, ich bin 15 Jahre alt. Kampfsport davon? Ja, Boxen. Boxen. Komm ran. Rechte Hand, linke Hand. Rechts. Rechts. Testpunch. Mist. 3, 2, 1. Gib ihm. Das war direkt auf das Gerät. Lassen wir zählen, das war 178, aber diesmal ein bisschen weiter unten treffen, bitte, okay? 3, 2, 1. 174. Maschine, Digga. Wie viel wiegst du? 53. 53 Kilogramm, also das ist dreifache von seinem Körpergewicht, was er hier gerade reinlegt. Sehr gut. 3, 2, 1, noch ein. 181 Kilogramm. Bruder, du bist Maschine. Check ein, mit Ellbogen, bist stabil. Stell dich vor. Malik, 17, Tschetschene. Malik, 17, Tschetschene. Kampfsport. Boxen, 11 Jahre. Boxen. Wer hätte mich auch gewundert, wenn ein Tschetschene keinen Kampfsport macht? Hau rauf, komm. Pass, Mist. Also, dreimal. 148, gute Schlagtechnik, nochmal. 166, sehr schöne Schlagtechnik und... den letzten hast du verfälscht, weil du vorher getroffen hast. Ohne vorher zu treffen. Nochmal. Nochmal. 146. Ich bin Zeynayet, bin 14 Jahre alt und ich gehe seit 2 Jahren Kickboxen. Okay, leg los. 3 Schläge. 164. Guter Schlag, direkt mit dem ersten. Ja, gutes Gewicht reingelegt. Zweiter Schlag. 131, da bist du fast ein bisschen umgefallen. Jetzt nochmal, der letzte. 172 Kilogramm. War sehr gut, ey. Check ein, Mann. Sehr gut gemacht. Und der allerletzte. Wir schließen mit einer Glatze ab. Wir schließen mit einer Glatze ab. Digga, warum schlägst du mich? Ich hab dir doch gar nichts getan. Locker bleiben. Und dann machst du. Okay. Also, stell dich vor, mein Freund. Ich heiße Hettem, ich komme aus Kosovo und wohne in Halle. Okay, wie alt bist du? 30. Kampfsport davon? Nein. Gar nichts. Lass mal sehen, was ein Nicht-Kampfsportler drauf hat. Testpunch, easy. Hat gemessen, leg los, 3 Schläge. Du hast jetzt die Chance. 166 Kilogramm. Anständig treffen. Handgelenk aufpassen. Handgelenk aufpassen. Der ist leider schlechter geworden. Du hast noch eine Chance, mein Freund. Schafft er es? Schafft er es? 164, leider nicht geschafft. Der Rekordhalter ist immer noch er. Du bist der Gewinner von den brandneuen Handschuhen. Willst du noch irgendwas sagen? Nein, eigentlich gar nichts. Danke oder so. Ich feiere eigentlich deine Videos. Ich gucke immer. Ja? Ja. Freut mich. Ich auch. Ansonsten, Freunde, machen wir kurz Ende. Es fängt an zu regnen. Das war das Video. Warte. Das war das Video aus, wo sind wir? In Berlin. Berlin war stabil, aber München ist immer noch krasser. München hat 219, Berlin hat 215. Du bist nicht krasser, du hast nicht mehr gemacht. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. War wieder eine Freude. Lass mal sehen, welche Stadt wir als nächstes besuchen. Wir müssen uns jetzt verstecken, es fängt an zu regnen. Heil, servus. Und haut rein, hey, pass auf. Ciao, ciao. Ey, lass mal aber kurz irgendwo runtergehen, wo es nicht regnet. Dann machen wir vor. Warte, ey, Freunde, ich bin's auf. Lass mal irgendwo runterschubfen.